Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Weekly Reset und dem Fraktionstag bzw. Fraktionsrally. Ja, Einladung kam ihm reingeschneit hier, aber interessiert nicht. Wir gehen ja erstmal direkt los und ja, wo gehen wir hin? Weiß ich auch gar nicht. Nein, Quatsch. Wir gucken jetzt erstmal die Übersicht an, was es denn also als Meilensteine gibt im Moment. Und ja, da sieht man erstmal Dämmerung. Die gucken wir uns erstmal an, was denn diese Woche Dämmerung ist. Was haben wir denn da? Dämmerung haben wir hier. Die verdrehte Säule, alles klar, da haben wir hier einmal Momentum, Gesundheits- und Schildgeneration hören auf, wenn du dich nicht bewegst, sprinte, um die Regeneration zu beschleunigen, alles klar, also schnell sprinten und so, dann kommt man wieder neue Energie. Zeitschleife, Ringe, Wechselzeittore sind in der Gegend aufgetaucht, durchschreite sie, um temporal Energie freizusetzen und den Missionstimer zu verlängern. Ja, also Tore aktivieren und dann müsst ihr alle durchschreiten beziehungsweise zu dritt gucken, dass ihr das so timet, dass einer das Haupttor durchschreitet und dann springen die anderen auch die Parts ab, die da sind. Also nicht sofort aktivieren, wenn ihr da reinspringt, da sind auch zu viele Gegner. Erst alle Gegner in dem Bereich wegmachen und dann könnt ihr die Tore aktivieren. Alles andere ist sonst dämlich. So, ja, dann gibt es natürlich den Leviathan Raid, dazu die Challenges natürlich, da gibt es auch mächtige Ausrüstung, Rufzielwaffen, braucht ihr ungefähr 5 Schmelztiegel-Matches, kleine P, sammelt ihr einfach alles, was ihr macht. Oder mit dem, was ihr alles macht. Flashpoints auf Merkur dieses Mal. Merkur, ja, gibt es ja nicht so viele Flashpoints. Aber ihr könnt natürlich hier auch Kabale wegschießen. Müsst ihr, glaube ich, auch da stehen. Schieße öffentliche Events ab und besiege Kabal-Eroberer sowie Vex-Verteidiger auf Merkur. Also ihr könnt natürlich auch dann da die Majors wegschießen und dann noch 3 heroische Strikes erledigen. Ja, ob ihr das machen wollt oder nicht, ist euch überlassen. Dauert natürlich ein bisschen länger. So, jetzt haben wir natürlich noch die Fraktionsrallye und Tess hat natürlich auch neue Sachen dabei, aber da gehen wir jetzt direkt erstmal hin zu Tess und schauen jetzt mal, was die neue Sachen hat. Willkommen, Hüter. Mal schauen. Ja, das ist jetzt nebensächlich. So. Oh, das ist ein neues Schiff. So, steh auf, gehst du einmal für 400 Glanzstaub. Wo ist dein Kampfeswille? Okay. Ja, läuft. So, dann haben wir einmal Diskotanz, 700 an Glanzstaub. So darf niemand tanzen, das stimmt auch. Ja, geht so, ne? Aha. Ja, ist okay, der Tanz, würde ich sagen. Aber vielleicht droppt er auch so aus dem ganzen Gramm. So, dann haben wir hier Velos Ritter, Transportmittel für 600 Glanzstaub. Eid des Velos Ritters. Ich schwöre feierlich, dass ich ganz schnell rasen werde. Netter Spruch eigentlich. Sieht auch ganz nett aus, aber wie gesagt, braucht man eigentlich nicht. Dann haben wir hier Cabris Glas Ägäis. Okay. Ein schönes Schiff anscheinend. Mal schauen, was wirklich schön ist. Hm, das sieht aber interessant aus. Cabre hielt sie in der gläsernen Kammer auf, aber was hat er dadurch verursacht? Gute Frage. Nettes Schiff, wie teuer ist denn das? 2000 Glanzstaub. Hm. Ja, muss ich mal gucken, ob ich es mir irgendwann nochmal kaufe. Ich habe ja genug auf der hohen Kante an Glanzstaub. Muss ich mal gucken. So, da haben wir schwarze Pestornament für Rattenkönig einmal hier. Sieht dann so aus. Und zwar 800 Glanzstaub an Kosten hier. Dann haben wir Titanlegierung. Einmal, um die Mieter zu verändern. Das Waffenornament dazu. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, kostet aber dann auch mal eben 1250 Glanzstaub. Aber sieht auch nice aus. Kann man sich auch überlegen. Ne? So, sieht schön aus. So, da haben wir hier einmal Omega Mechanos Zeichen. Einmal Titanzeichen. Da fragt man sich, was den Vex angetan wurde, dass sie so geworden sind. Was? Ich meine, die Vex können ja nicht aus dem Nichts gekommen sein. Sagira. Ja, gut. Hm. Nichts Besonderes, aber wer es braucht, kann die Rüstung natürlich noch vervollständigen irgendwie. So, Spießtenhülle, Geisthülle für Geister, denen fremde Flüsse ein Begriff sind, alles klar. Ja, wie gesagt, die müsst ihr eigentlich nicht kaufen, die Sachen. Hofft einfach auf Glanz und Gramm, dass es da rauskommt. Kostet 400 Glanzstaub. Dann Solareffekt hier, 450 Glanzstaub. Dann haben wir hier noch Indigo Matrix Shader für 40, einen Shader natürlich nur. 40 Glanzstaub pro Shader. Wenn ihr es vollständig habt, sieht ihr dann so aus. Ja, geht so. Und dann haben wir Vex Nachkomme Chrom, Glanzstaub pro Shader 40. Das sieht man. Wie sieht man dann aus? So sieht man aus. Ja, ziemlich verrostet läuft. Dann haben wir hier natürlich Einsatztruppmedaillon. Dann haben wir hier schimmernde Gunst der Vorhut und dann noch schimmernde Gunst des Schmelziges. Also das Medaillon auf jeden Fall mitnehmen und immer einsetzen, wenn eure Meilensteine erledigt, weil es lohnt sich. So, das war Tess. Und jetzt gehen wir erstmal Richtung Toter Orbit und Kriegsrute der Zukunft. Gucken da nochmal kurz rein. Alles andere natürlich auch in der Beschreibung, ne? Auch Links zu meinem O, alles Infos von meinem O für alle und natürlich auch für mich. So, wir werden auch Kriegskult der Zukunft annehmen. Oh, hier wackt es gerade ein bisschen. Läuft.
Schöner Bug. So, Kriegsgold werde ich hier mit dem Titaner nehmen. So. Wir sehen uns wieder. Genau, so. Da werde ich doch schwören, Kriegsgold der Zukunft Loyalität werde ich jetzt natürlich machen. So. Nimm. Kämpfe für so, neue Meilensteine hinzugefügt. So, Vorschau. So sieht's aus, wenn ich das Titan-Set voll hätte. Wenn es denn laden würde. Hallo. So. Sieht eigentlich ganz lustig aus, ja. Nicht so brechal wie die neue Monarchie-Ausrüstung, die ich gerade trage, aber kann man so mal machen. Dann gibt es natürlich hier noch Weizkratzer, Transportmittel, einmal Sparrow. So oder so wird es sich durchsetzen. Okay. Dann haben wir hier natürlich noch hier das Schiff dazu, Knochengriff. Ich kann ein bisschen schneller laden. Lies es jetzt mal nicht so vor, das dauert sonst allzu lange hier. Nahende Kriegehülle noch. Die können natürlich dann so rausdroppen, wenn ihr hier die Tokens abgebt, ja. Da oben sind die Ausrüstungsgegenstände. Zudem müsst ihr natürlich, oder könnt ihr natürlich unten noch hier Sachen erledigen, damit ihr halt die Ornamente freischaltet. Aber wie gesehen, habe ich noch nicht alles freigeschaltet. Da muss man Granatenkills machen, muss ich noch ein paar machen. Der Fortschritt ist geblieben übrigens vom letzten Mal, ja. Das ist schon mal gut, das ist schon mal fair. Also ich muss noch Granatenkills machen. Die anderen Ornamente habe ich hier schon freigeschaltet. Und dann muss ich hier noch Dämmerung abschließen mit natürlich mit KDZ-Rüstung. Wie gesagt, da steht ja alles unten, was ihr machen müsst. Das müsst ihr bei jedem Fraktionsgedöns machen. Also hat man was zu tun. Aber wie gesagt, das alte ist halt bestehen geblieben. Das ist schon mal ganz nice. So, das ist die Waffe hier, der Traum-Scout-Gewehr. Ich träume von einer Welt, die auf den Kampf um ihr Bestehen vorbereitet ist. Lakshmi 2. Dann haben wir hier einmal langsames Feuer und hoher Schaden. Diese Waffe ist präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung benutzt wird. Rotpunkt 2 MMA, dann einmal Rotpunkt Mikro, dann einmal Gewehr, Zielfernrohr, ST, dann einmal panzerbrechende Geschosse, hier dann einmal vergrößertes Magazin und zum Schluss hier Schnappschussvisier. Ja, kann man natürlich auch noch hochziehen. So sieht sie aus, sieht aus wie Mitternacht ohne Namen, nur nicht die Perks dazu. So, die habe ich jetzt angenommen, das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir noch zu Kriegskult der Zukunft, wollte ich gerade sagen. Nein, stimmt gar nicht, zu Toten Orbit. Ja, sorry für die ganzen Versprecher übrigens, ich komme direkt aus dem Kino und bin ein bisschen noch drauf, sag ich mal. Drauf bin ich noch. So, Arach Yal, Yalal, Chalal oder so. Lass uns zusammen. So, da gibt es nämlich auch noch eine Waffe. Und zwar die hier. Ewiger Schlummer, Impulsgewehr. Die Nacht bedeckt das Firmament. Wir sollten nicht hier sein, wenn der letzte Stern erlischt. Arach Yalal, Yalal oder irgendwie so. Ein abgerundeter Griff, zuverlässig und robust. Dann haben wir hier einmal OV-5-Zirkel, dann Modell 6-Kreislauf, dann einmal Typ-15-Glas. Hier haben wir legiertes Magazin, hier einmal stabile Geschosse und zum Schluss haben wir Unterdruck. Ja, das ist das Impulsgewehr. Wenn der Tote Orbe gewinnt, kann man sich das hier krallen. Auf genauso weit. Wie bei Kriegskult der Zukunft. Wenn die gewinnt, kann man sich das Scout-Gewehr krallen. Jetzt gehen wir nochmal eben schnell noch zur neuen Monarchie und schauen uns da nochmal das Impulsgewehr an. Und da sind wir auch schon durch eigentlich. Reicht auch erstmal. Wie gesagt, hier jetzt so eben so mal eben um 11:30 mal eben die Sachen hier aufnehmen läuft und hochladen. Passt schon. Aber leider keine Zeit gehabt. Wie gesagt, war noch unterwegs. Aber nun gut, aber trotzdem ist es interessant, was hier für neue Sachen gibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere neue Sachen gibt. Wie gesagt, Glückshosen, Glitch gibt es ja noch für den Jäger. Und sonst, ja, weiß nicht, gibt es eigentlich nicht neue Nachrichten so? Nö, eigentlich nicht. Ja, sonst halt Fraktionsrally, Kram, Tokens, Farm und all sowas anderes gibt es ja auch noch. Ich weiß gar nicht. Die tägliche Herausforderung sollte man aber definitiv machen. Hier steht ja mal Gruppenkampf ETZ. Zerstöre heute Feindressourcen in den verlorenen Sektoren der ETZ. Auf jeden Fall machen. Sonst bekommt ihr zu wenig Tokens. Also jeden Tag diese Herausforderung machen. Sonst habt ihr zum Ende hin zu wenig Tokens. Ihr braucht ungefähr 200 Tokens für die komplette Reihe, um alle Rüstungsgegenstände zu bekommen. Die Ornamente dazu müsst ihr natürlich anders erspielen. Da steht natürlich immer da, was ihr machen müsst. Aber die Standardausrüstung müsst ihr halt mindestens 200 Tokens, soviel ich weiß, abgeben. So, neue Monarchie, gucken wir uns nochmal eben kurz. Die neue Monarchie begrüßt dein Interesse. Die Waffe an. Wie gesagt, neue Monarchie nehme ich dann mit dem Jäger an. Rechts handeln 2, Impulsgewehr. Es ist Zeit, sich zu beschweren. Alles klar. Da haben wir einmal langsames Feuer und hoher Schaden. Diese Waffe ist präziser, wenn sie unbewegt ist und die Zielvorrichtung benutzt wird. Ich gebe ihr offen, dann HLSC Holo, dann hier einmal LD Wachhund, dann einmal verbesserte Geschosse, dann einmal Großkalibergeschosse und zum Schluss haben wir hier Tobin. Ja, ob die Waffe gut ist oder nicht, weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, wenn die neue Monarchie gewinnt, die Fraktionsrallye, dann kann man diese Waffe sich hier ziehen. Ja, das waren andere Fraktionen, ja, wie gesagt, hat ordentlich was zu tun, ich weiß gar nicht, was ich hier noch brauche. Ich brauche, glaube ich, die neue Monarchie. Ja, es wird alles übernommen, ich habe hier alle Ornamente freigeschaltet gehabt, außer das hier, den Helm, da muss ich nochmal
nachlegen. Das mache ich dann auch mit dem Jäger. Und ja, schauen wir mal, wie es denn hier so weitergeht bei Destiny 2. Aber gibt mir ein bisschen was zum Zocken. Meilenstein werde ich sowieso erledigen. Und ja, dann erstmal danke fürs Zusehen und Zuhören. Wir sehen uns dann wieder hier auf dem Channel. Und dann bis dann. Reingehauen. Tschüss. Okay. Und mit Versand? Die Titanen haben uns versprochen. Und dann haben sie zu mir.